Die Leute hier, die hier sind, die rufen alle dafür auf, sich nicht provozieren zu lassen, niemand zu provozieren. Ich dachte, ihr seid ja gegen Spaltung. Willst du mich schlagen hier? Jetzt. Entschuldigung. Ich hätte gerne mal reingucken. Verpisst euch! Verpisst euch! Raus! Schleichen Sie denn raus? Pressefrei, wenn er von hier der FPÖ scheißt. Verpiss dich, du Nazi-Sau, ey! Bitte 3 Meter Abstand einhalten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir sind heute in Hamburg, wo hier eigentlich unter dem Motto das Maß ist voll, Hände weg von unseren Kindern, sollte eine große Corona-Demo stattfinden. Da wurden bis zu 15.000 Menschen erwartet. Weil jetzt aber die Corona-Zahlen drastisch gestiegen sind und man damit rechnet, dass die Regeln missachtet werden, wurde diese Demo jetzt von der Polizei untersagt. Da hat man einen Eilantrag beim Gericht eingereicht. Dieser Eilantrag wurde abgelehnt mit der Begründung, wir schauen mal hier, es bestünden hinreichende, konkrete und belastbare Anhaltspunkte, dass wie bei vorangegangenen Veranstaltungen die Maskenpflicht und die Abstände nicht eingehalten werden. Wenn man sich dabei aber die Pressemitteilung der Polizei von der letzten Demo anschaut, da steht dann ganz explizit, dass der ganz überwiegende Teil der Teilnehmer sich an die Verpflichtung zur Maske tragen und an die Mindestabstände gehalten hat. Was jetzt aber genehmigt wurde, ist die Gegendemonstration. Da wollen wir einfach mal hier in den Demoaufruf des Hamburger Bündnis gegen Rechts reinschauen. Der hat unter dem Motto Solidarität und Aufklärungsarbeit statt Verschwörungsideologien hat er zu einer Kundgebung gegen VerschwörungssternchenInnen, Corona-SternchenInnen, ReichsbürgerSternchenInnen, AntisemitSternchenInnen und andere SchwurblerSternchenInnen. Wir sehen also diese Demo, die wollen dadurch, dass sie politisch korrekt gendern, wollen sie niemanden ausschließen. Natürlich, wen man ausschließen kann, das sind die bösen Nazis, also die Leute, die eine andere Meinung haben als diese Demonstranten. Ich habe da einfach mal in den Bericht des Hamburger Verfassungsschutzes reingeschaut und mir sind da 3 Organisationen aufgefallen, die linksextrem und teilweise sogar antisemitisch sind, die bei dieser Demonstration dazu aufgerufen haben. Insofern wollen wir einfach mal schauen, was die Leute dazu sagen. Die Demo beginnt hier hinterm Dammtor. Bestes Wetter hier, wenn ihr euch wundert, dass Foxy heute nicht dabei ist, dass ich hier stehe. Foxy ist heute leider krank. Entwarnung, es ist kein Corona. Und ja, lass uns einfach mal schauen, was die Leute hier zu sagen haben. So, damit ich hier heute nicht auffalle, habe ich auch eine FFP2-Maske dabei. Ich glaube, sowas habe ich noch nie getragen, aber mal schauen. Also wenn ich damit umkippe, wisst ihr Bescheid, dann ist es die Maske. Das Stichwort dazu ist gesundheitliche Ungleichheit. So sind auch schon Vorerkrankungen bereits Ausdruck dieser letztlich sozialen Ungleichheit. Mit anderen Worten, die Klassenzugehörigkeit bestimmt die Schwere der Erkrankung maßgeblich mit. Du, das auch wenn wir gesagt haben, das ist nicht so. Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, weil diese Demonstration überfällig ist. Es ist einfach so, dass hier bestimmte berechtigte Proteste an der Bundesregierung von rechts geübt werden und das kann überhaupt nicht funktionieren. Mit Querdenkern, mit faschistischen, faschistoiden Kräften kann ich nicht auf die Straße gehen. Und deshalb war diese Demonstration eigentlich mehr als überfällig. Wir müssen konsequente Maßnahmen haben zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aber das bedeutet auch, die Regierung von links zu kritisieren. Zum Beispiel die Tatsache, dass ihnen immer bei Streiks, bei Protesten, Demonstrationen, die fortschrittliche Menschen machen, die Eindämmungsverordnung einfällt. Dass auf der anderen Seite aber, wenn diese Querdenker auf der Straße sind, die mit Samthandschuhen angepackt werden und gleichzeitig Hotspots tatsächlich darstellen. Ich wundere mich überhaupt nicht, dass die Pandemie, dass die Inzidenzzahlen gerade hier durch die Decke gehen. Okay, woran erkennst du denn und woran machst du denn fest, dass das da Nazis sind, die da mitlaufen? Es ist einfach so, wenn du den Parolen zuhörst, dann stellst du heraus oder stellst du fest, dass sie davon geprägt sind, von einem ziemlichen egoistischen Freiheitsideal. Ich bin Marxist-Leninist und vertrete auch die Freiheit. Aber die Freiheit muss da enden und das ist praktisch schon, wie der Kant das auch gesagt hat, wo die Freiheit des anderen, und zwar des menschlichen Gesundheit, eingeschränkt wird. So kann ich das nicht wahrnehmen mit dieser Freiheit. Ich bin Arbeiter und deshalb weiß ich, ich muss mich auf ungewöhnliche oder unangenehme Maßnahmen hinnehmen. Oder meinst du ehrlich, was ich mag, dass diese Tüte vor der Nase haben. Aber ich möchte hier niemanden anstecken. Ich möchte das Risiko reduzieren. Ich habe mich 3-mal geimpft und hätte ich auch noch größere Nebenwirkungen gehabt, hätte ich es auch gemacht. Weil ich einfach weiß,
dass ich nicht selber Träger möchte sein von diesem Virus, dass ich mich selber und andere Leute schützen möchte und meine Kraft erhalten möchte für den Kampf um den Sozialismus. Gibt es denn linke Demonstrationen gegen die Maßnahmen? Weil hier demonstriert man ja eigentlich nur gegen die Corona-Demo, gegen die maßnahmenkritische Demo. Das Problem ist vielleicht, dass die ganzen Aussagen hier etwas unscharf sind in Bezug auf den Protest an der Regierung. Das liegt natürlich nahe, dass man sozusagen missverstanden wird, als ob man das, was die Regierung tut, richtig findet. Aber ich will mal hier beginnen beim Hamburger Senat. Ich verstehe den Tschentscher überhaupt nicht, wie er diese Demonstration so mit Samthandschuhen anpackt, wie er dann aber auf der anderen Seite gegen Demonstrationen und andere Demonstrationen, ich habe da hinten 10 Bannen gesehen, da frage ich mich, wofür. Die Leute hier, die hier sind, die rufen alle dafür auf, sich nicht provozieren zu lassen, niemand zu provozieren. Die Leute rufen auf, da alle Abstände einzuhalten, wobei das hier gerade etwas schwer ist, Masken zu tragen. Also da brauche ich nicht dieses Polizeiaufgebot, diese Leute sind friedlich und so weiter. Und dann frage ich mich, warum ist das so schwierig, solche Demonstrationen in den Griff zu kriegen, die gefährlich sind? Die Corona-Demo wurde ja heute verboten. Was sagst du dazu? Das finde ich mal eine richtige Maßnahme. Und ich verstehe auch gar nicht, warum man da so rumeiern muss. Das ist wirklich eine Demonstration, wo ich sage, die hat die rote Linie verlassen. Und deshalb ist sie einfach auch zu Recht verboten. Ich bin absoluter Verteidiger des Versammlungsrechts. Ich bin selber häufig Versammlungsleiter. Und deshalb bin ich also sehr vorsichtig darin, die Demonstrationsfreiheit einzuschränken. Aber ich sag dir, auf Klassengrundlage kann ich sie einschränken. Was die meisten Leute hier nicht beachten ist und was auch sehr unter den Tisch gekehrt wird, ist, unser Grundgesetz nach Artikel 139 verbietet es, faschistische Propaganda, faschistische Organisationen Raum zu geben. Das hat aber selbst die Bundesregierung vergessen und insofern ist das ein Skandal und eigentlich mal ein schönes Zeichen, dass Sie sich zumindest in der Frage daran erinnert haben. So, jetzt sind ja, ich habe in den Medien gelesen, dass auf diesen Demos auch viele Leute aus dem linken Spektrum mitlaufen, auf diesen Corona-maßnahmenkritischen Demos. Wie kann jetzt einer, der auf so eine Demo geht, da überhaupt erkennen, was da für Leute mitlaufen und wie soll der dann handeln, wenn er erkennt, dass da irgendwie was stattfindet, was er nicht so gut findet? Du sprichst jetzt von diesen Corona-Demos. Genau. Corona-Demos. Naja, der Punkt ist einfach der. Man kann es an den Aufrufen erkämpfen, obwohl sich die Querdenker sehr viel Mühe geben, den Unterschied zwischen rechts und links zu verwischen. Das macht es für die Leute natürlich sehr schwer. Darum ist es notwendig, dass die Leute, die das nicht richtig finden, dass das verwischt wird und diese Verwischung der roten Linie ins Gedächtnis rufen wollen, dass sie auch auf die Straße gehen. Das haben wir bisher aber so nicht gemacht. Und deshalb ist es notwendig, auch selbst wenn diese Demonstration verboten ist, diesen Standpunkt hier deutlich zu machen. Okay. Also würdest du zu einer Demo gehen, wo verfassungsfeindliche Organisationen dazu aufrufen? Wenn du den Standpunkt, wenn du das unterstützt, was da gesagt wird? Die Verfassung in dieser Frage ist jetzt mal für mich nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, sind es fortschrittliche oder faschistische Kräfte. Mit faschistischen Kräften, egal was die mir erzählen, würde ich nie demonstrieren. Aber wenn es Organisationen sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, würdest du mit denen zusammen demonstrieren? Na hör mal, du redest gerade mit einer Organisation, die vom Verfassungsschutz verfolgt wird. Mein Name ist Jürgen Bader, ich bin Kreisvorsitzender der MLPD. Ich habe politisches Verbot. Ich habe nur Glück, dass ich immer noch meinen Lohn bekomme. Ansonsten wäre ich arbeitslos und wäre bei Hartz IV. Also, was heißt denn vom Verfassungsschutz verfolgt? Der Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind. Es gibt nachgewiesenermaßen strukturelle Verbindungen. Ich erinnere nur noch mal an die unsägliche Vertuschungskampagne um die Morde an dem Kaufmann Taschgütfrüh, wofür wir ja inzwischen eine Straßenname haben. Diese ganzen Tatsachen, dass solche Attentate wie von Anis Amri stattfinden konnten, wo der Verfassungsschutz die im Blick gehabt hat. Also ich sag mal so, vom Verfassungsschutz beobachtet zu sein oder nicht, das sagt erstmal relativ wenig vom Standpunkt des Arbeiters oder der einfachen Leute aus. Aber ich sag mal, wenn ich mir hier den Veranstaltungsaufruf anrufe, dann sehe ich da drei Organisationen dabei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die DKP wird sogar vom Verfassungsgericht in Hamburg als antisemitisch eingestuft. Sollte man sich mit diesen Leuten gemein machen? Ich meine, man sagt ja immer, wer den Corona-Gegner distanziert euch gegen die Leute, gegen die Extremisten. Dabei ja, distanziert man sich hier nicht von Linksextremisten und von Antisemiten. Na, was heißt die Extremist?
Also, ich bin kein Extremist, ich bin radikal. Ich habe Widersprüche zur DKP. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die DKP von Grundlage her antisemitisch ist. Schreibt der Verfassungsschutz. Ja, das schreibt der Verfassungsschutz. Der schreibt viel. Antisemitisch werden heute aber auch laut Diktion der Bundesregierung, was viel zu weit geht, wo selbst die UNO nicht mitfolgt, jede Kritik am israelischen Staat antisemitisch deklariert. Da frage ich dich allerdings, sind denn dann auch die tausenden Demonstranten, die gegen Netanyahu in Israel auf die Straße gehen, auch Antisemiten? Ich gehe mal schwer davon aus, die sind auch jüdischen Glaubens oder anderer Richtung. Das halte ich für einen großen Populores. Warst du denn schon mal auf so einer Corona-Maßnahmen-Demo und hast dich mit den Leuten unterhalten? Nein, das habe ich vermieden, aus dem einfachen Grunde, weil ich mit denen nicht in einen Topf geschmissen werden möchte. Ich rede aber mit Leuten, die dieses Thema diskutieren und kritisiere das auch. Wir haben zum Beispiel auf der letzten Montagsdemo in Hamburg-Altona eine klare Ansage gemacht gegenüber einer Kollegin, die das in Schutz genommen hat. Wir haben die jetzt nicht verteufelt oder so. Wir haben einfach nur mal die Frage aufgeworfen, ob sie da nicht bestimmte Fragen durcheinander bringt. Und das ist heutzutage sehr schwierig. Ich habe hier dieses Buch im Verkauf, die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus. Hier geht es einfach um die Frage, wie man einen prinzipiellen Trennungsstrich zieht zu faschistischen und reaktionären Kräften, wie man sie erkennt, wie man aber gleichzeitig auch mit den Menschen ohne Vorbehalte und Überheblichkeit diskutiert. Aber wie wär's denn mal, ich meine, kann es denn sein, dass Nazis gegen Ausgrenzung und Spaltung demonstrieren? Ich meine, also auch die Polizei Hamburg, die schreibt in ihrer Pressemitteilung, schreibt die offiziell, überwiegend wird die Maskenpflicht eingehalten, die Abstände werden eingehalten und es ist überwiegend das bürgerliche Spektrum, was da auf der Straße ist. Insofern, du beschwerst dich gerade, dass vom Verfassungsschutz jeder in die Ecke gestellt wird. Dabei sehe ich jetzt gerade bei dir das Gleiche, dass du Leute, die auf der Demo sind, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, in eine Ecke stellst. Nein, das habe ich gerade nicht gemacht. Wie ich dir ja gerade eben gesagt habe, ich kann sehr wohl unterscheiden zwischen den Leuten, die dort nicht unterscheiden können, zwischen dieser roten Trennungslinie und den Leuten, die hier sozusagen die Drähte ziehen. Diese Querdenker-Ideologie ist ja regelrecht darauf ausgelegt, dass die Leute den Unterschied zwischen dem, was ist faschistisch, was ist fortschrittlich, gar nicht mehr erkennen können. Das ist ihr Trick. Das haben aber übrigens die Faschisten unter Hitler auch schon so gemacht. Damit haben sie zum Beispiel Arbeitslose, damit haben sie verkrachte Existenz und andere Menschen geködert. Schon allein der Name Nationalsozialismus tut ja so, als könnte man national sein und sozialistisch gleichzeitig. Man kann entweder nur national sein oder man ist sozialistisch. Zumindest in einem imperialistischen Land. So ist das einfach. Das ist dann eine ideologische Frage. Ja, so ist das. Ansonsten, was sagst du dazu, dass auch alte Altlinke zur Entschuldigung, wir führen jetzt gerade. Ich möchte hier einfach mal die Geschehnisse ein bisschen sortieren. Das geht gleich hier ein bisschen durcheinander. Erstmal, wenn ihr den Trailer gesehen habt, ich bin wieder zu Hause, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Hier wurden wir im Gespräch unterbrochen. Ich war gerade dabei, mit dem Sozialisten mich hier zu unterhalten. Ich wollte gerade fragen, wie er das so sieht, dass etablierte Linke wie Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine für ihre Meinung so stark angegriffen werden. Natürlich hätte man hier jetzt auch wieder mit links und rechts nochmal genauer reingehen können, auch nochmal zur Erinnerung. Ich bin hier, das ist Ludwig von Mises, ich bin ein großer Anhänger von Ludwig von Mises. Ludwig von Mises ist ein Jude, der von den Nazis geflüchtet ist. Der hat sein Leben lang immer vor der Gefahr von linker und rechter Seite gewarnt, vor dem Totalitarismus. Wenn man sich aber mal den Verfassungsschutzbericht anschaut, dann sehen wir, dass der Verfassungsschutz vor einem linken Terrorismus warnt. Man sieht sich da sozusagen an der Schwelle des Linksterrorismus. Auch wenn man sich die Zahlen der gewaltbereiten Links- und Rechtsextremen anschaut, dann sieht man, dass bei den Linksextremen achtmal so viele in Hamburg sind, achtmal so viele Linksextreme wie Rechtsextreme. Insofern, da kann man sich mal fragen, wo sind eigentlich die ganzen Demos gegen Linksextremismus? Ja,
Da war ich da halt gerade auf so einer Demo offenbar, wo ganz viele Linksextreme mitgelaufen sind. Ich hätte auch sonst gerne nochmal gefragt, wie er zu der interventionistischen Linken steht. Da schreibt ja der Verfassungsschutz, dass für die interventionistische Linke Hamburg Gewalt ausschließlich nicht ausgeschlossen wird zur Überwindung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und wie gesagt, diese Veranstaltung oder beziehungsweise diese Organisation hatte zu dieser Demo aufgerufen. Insofern wundert es auch nicht, was ich da erlebt habe. Wir schauen mal weiter rein. So, wollen wir die Polizei rufen, dass sie die Pressearbeit? Ja, können wir gerne. Dann können wir das den Presseausweis mal sehen. Ja, so, weiter. Hier sehen wir, da kommt man mit 3-4 Leuten auf mich zu. Ich glaube, es waren dahinter sogar noch ein paar mehr, aber schaut einfach mal selbst. Man hat dann nach meinem Presseausweis gefragt, den hätte ich denen natürlich zeigen können, aber da steht meine Adresse drauf. Die wollte ich denen natürlich nicht wissen lassen. Ihr wisst, was das für Kreise sind. Die veröffentlichen die Adressen dann ganz gerne mal im Internet. Da müsste ich dann mal aufpassen, wenn ich aus dem Haus gehe. Mit diesen Gruppen ist nicht zu scherzen. Wir schauen einfach mal weiter rein. So, wollen wir die Polizei rufen hier? Nee, wir gerne. Den Presseausweis. Der Innenangebot. Wir können gerne zur Polizei gehen. Presseausweis. Ja, komm, wir gehen zur Polizei. Die Transformation des ambulanten Wir gehen zur Polizei. Ja, und ich bin einfach sehr entspannt geblieben, habe gesagt, hey, wir können gerne zur Polizei gehen, die setzt hier die Pressefreiheit durch, die ist ja dafür da, dass die Demo vernünftig abläuft und es kann ja einfach nicht sein, ich meine, ich sehe mich nicht unbedingt als Journalist, obwohl ich wahrscheinlich bei Herrn Tschentscher in der Pressekonferenz der Einzige bin, der da kritische Fragen stellt und auch auf der Demo wahrscheinlich einer der wenigen war, der da die Leute mit kritischen Fragen konfrontiert und nicht nur darüber berichtet, was das für eine tolle Demo ist und wie wichtig das ist. Insofern, wie gesagt, ich bezeichne mich nicht als Journalist, aber ich habe natürlich einen Presseausweis und dementsprechend sollte auch ja die Pressearbeit oder die Medienarbeit, die sollte da gewährt werden und die hat man dann natürlich ganz klar versucht einzuschränken. Deswegen wollen wir mal schauen, wie das dann bei der Polizei ausgesehen hat. So, wer seid ihr? Können wir auch bitte eure Ausweise sehen? Hast du mich gerade geschubst? Los, weg. So, müssen wir jetzt Polizeischutz beantragen? Ich dachte, ihr seid hier gegen Spaltung. Willst du mich schlagen hier? Entschuldigung, Polizei! Entschuldigung, Herr Grenzen, die bedrängen nicht die Leute, die wollen hier die Pressefreiheit einschränken. Ich habe ihn einfach angesprochen, habe gesagt, hey, was können wir da machen? Und der Polizist hat gesagt, hey, momentan sehe ich da kein Problem. Wie ging es dann weiter? Halt mal drauf. So, verpiss dich. Hau ab, geh weg. Raus aus der Demo, geh weg. So, da hat man mich dann als Nazi-Sau beschimpft. Da habe ich der Polizei dann gesagt, hier, der hat mich geschubst. Ich meine, klar, ich würde das auch am liebsten alles ohne Polizei klären, aber ich sage mal, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre, da wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass man einfach auf mich draufgestürzt wäre, mich verprügelt hätte, wahrscheinlich krankenhausreif geprügelt hätte. Insofern, und dafür ist gerade die Polizei da, dass die sieht, dass die Pressevertreter da sicher bleiben. Er stand mitten in der Demo. Wir haben ihn gebeten zu gehen und haben ihn vorsichtig rausgeleitet. Also Er sagt hier, wir haben ihn nur vorsichtig herausgeleitet, wir haben ihn nicht geschubst. Ihr könnt ja mal selbst sehen, inwieweit die mich da ganz vorsichtig herausbegleitet haben.
So, die Polizei macht ihre Arbeit und die Personalien auf von den Redelsführer sozusagen, der mich da maßgeblich da geschubst hat und angegangen hat. Wenn ich das richtig sehe, haben wir auch seinen Personalausweis auf Video. Ich könnte natürlich, wenn ich jetzt ein Antifant wäre und mit den gleichen Bandagen kämpfen würde wie die, wie gesagt, die würden sich freuen, wenn sie meine Adresse hätten, dann würden sie die gleich mit Bilder und dann würden sie die gleich mit Bilder ins Internet stellen, dass dann Antifanten bei mir vor der Tür stehen und wäre ich irgendwo normal angestellt, wird man auch mal einen Arbeitgeber unter Druck setzen. Jeder, der sich mal ein bisschen mit der Antifa auseinandergesetzt hat, der kennt deren Methoden. Aber ja, für mich, wie gesagt, ich bin da nicht hingegangen, um irgendwie zu provozieren. Ich will auch gar nicht mit den gleichen Bandagen kämpfen. Deswegen werde ich jetzt nicht hier irgendwelche Details über den Mann irgendwie weiter verraten. Wie gesagt, ich könnte, wenn ich ganz böse wäre, könnte ich auch seinen Namen und seine Adresse und alles veröffentlichen. Aber das mache ich hier ganz bewusst nicht. Wie gesagt, nur weil die so kämpfen, heißt es nicht, dass wir das auch machen müssen. Es geht ja immer darum, halt so ein bisschen christliche Nächstenliebe mitfühlen und halt einfach, wie gesagt, ich wollte einfach nur ins Gespräch kommen mit denen. Wir machen alle noch unsere Arbeit, wie es sein soll. Ja, da hat der Polizist mich einfach mal zur Seite genommen, hat gesagt, wie es aussieht. Also nochmal Respekt an die Polizisten, die haben eine gute Arbeit gemacht. So soll es sein, so erwartet man das. Er hat mich einfach darauf hingewiesen, hat gesagt, gehen Sie bitte nicht in die Demo rein. Nicht, dass es das zu Straftaten kommt. Wir wollen Sie hier nur schützen. Da können wir Ihnen nicht garantieren, dass wir Sie schützen können. Sie können gerne Ihre Arbeit weitermachen. Gehen Sie am Rand. Da habe ich auch gesagt, kann ich denn weiter Interviews führen? Da hat er gesagt, das können Sie gerne am Rand machen, aber gehen Sie bitte nicht rein, dann kann es zu Straftaten kommen. So, jetzt bin ich weiter am Rand entlang gelaufen und was dabei passiert ist, schaut euch das mal an. Wollt ihr jetzt die ganze Zeit begleiten? Was sagst du denn dazu? Seid ihr auch gegen Spaltung, oder? Hey, mit Sonnenbrille. Seht ihr also die Pressefreiheit? Habt ihr Lust auf ein Interview? Sie sehen hier werden die Presse wird unter Druck gesetzt. Ihr wollt mich jetzt die ganze Zeit verfolgen. So findet ihr das also in Ordnung, die Pressefreiheit einzuschränken? Wir sind doch gegen Spaltung. Habt ihr nicht gerade gesagt, ihr wollt friedlich bleiben und den Diskurs suchen? Ja. Ja, oder? Wollt ihr, dass die Regierung berichtet wird, dass Journalisten angegriffen werden? Freunde, wir sind Brüder und Schwestern, ich möchte einfach gerne mit dir einfach von Mann zu oder von Mensch zu Mensch stehen. Ohne Sonnenbrille. Gerne ohne Mikrofon machen. Ich will einfach nur mich hier so verständigen. So, da seht ihr, zwei Leute verfolgen mich. Ich glaube, da waren noch mehr dabei. Die sind nur nicht auf dem Bild zu sehen. Und ich mache da Friedensangebote. Ich sage, hey, wir können uns da gerne mal unterhalten. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sitzen ja letztendlich auch bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen im gleichen Boot. So. Und wollen wir uns da nicht mal unterhalten? Warum laufen Sie mir hinterher? Warum beschimpfen Sie mich? Warum schubsen Sie mich? Übrigens, das Gleiche hatte ich auch bei Fridays for Future erlebt. Da war es nun nicht ganz so schlimm und nicht so extrem. Schaut da gerne mal rein. Hier Fridays for Future in den Sommerferien. Und hier war dann irgendwie Fridays for Future, der Klimablockwart hört mit. Was sagt ihr dazu, dass ihr die Pressefreiheit eingeschränkt wird? Ist das rechts für dich? Libertär hier, libertär anarchistisch. Ist das rechts? Ja,
Und was sagst du dazu, dass hier die Pressefreiheit eingeschränkt wird? Ja. Willst du die ganze Zeit mich begleiten? Ja, da auch. Man hat mir gesagt, ich soll so ein bisschen am Rand gehen und das war das Problem. Dadurch, dass ich so in die Kurve ging, stand auch in der Kurve über Leute. Insofern war ich dann wieder mittendrin, aber jetzt gleich dann wieder am Rand. Entschuldigung, was sagst du dazu, dass die Pressefreiheit hier eingeschränkt wird? Noch jemand dazu? Wir wollen uns einfach nur mit euch unterhalten. Ja, wir wollen uns aber nicht mit euch unterhalten. Das ist doch wohl eindeutig jetzt rausgekommen, oder? Ja, das können wir doch, wenn du mich die ganze Zeit begleitest. Vielleicht gibt es auch andere, die weniger faschistisch sind als du. Oh, er schubst mich wieder. Hallo Polizei. Ey, fass mich nicht an. Er hat alles auf Video hier. Fass mich nicht an. Ja, hier auch. Wir können auch mal drauf. Ja. Herr Polizist, ich würde, Sie schubsen mich wieder. Ich würde eine Strafanzeige gerne auf. Schau das hier. Das ist ein Rechter, der offensiv will. Ich weiß, es gibt Pressefreiheit, ja, aber er hat mich Versammlungsfreiheit. Entschuldigung. Entschuldigung, den hier, den würde ich gerne anzeigen. Raus, raus hier. Verpiss dich von der Demo. Raus hier. Oh, hier auch wieder einer. Antifaschisten. Antifaschisten ist auch für die Pressefreiheit zu machen. Was habt ihr gegen Pressefreiheit? So, Alerta, Alerta, Antifaschista, das sind die Leute, die bei G20 ganz Hamburg in Schutt und Asche gelegt hat. Auf jeden Fall die Linksextremen. Ich weiß nicht, ob die Linken, die Grünen, ob die mit diesen Leuten gerne mitlaufen wollen, ob die mit dem Schulterschluss da einen Schulterschluss machen wollen. Den Querdenkern wird ja mal vorgeworfen, da heißt das so von wegen, wer mit Rechten oder mit Rechtsextremen läuft, der hat nichts verstanden. Haben die Leute auch nichts verstanden, die mit Linksextremen laufen, die mit Leuten zusammenlaufen, die militant sind, wo der Verfassungsschutz davor warnt, dass wir an der Schwelle zu einem neuen Linksterrorismus stehen. Danke, du gibst uns wieder richtig gute Bilder. Vielen Dank dafür. Könntest du die Pressefreiheit einschränken? Jetzt. Entschuldigung. Also die Nazis sind natürlich gegen Spaltung, die Nazis wollen sich natürlich mit anderen unterhalten, die Nazis sind natürlich für Pressefreiheit, so drehen die sich das alles zurecht. Jeder, der mit denen nicht übereinstimmt, ist natürlich ein Nazi und man wird beschimpft, verpisst euch, ihr Nazis, du Nazi-Kanal und so weiter. Ihr könnt euch auch einfach mal immer fragen, wenn ihr diese Bilder von den Corona-kritischen Demos seht, werden da Medienvertreter genauso beleidigt und geschubst. Und das ist übrigens die Demo, die im Aufruf geschrieben hat. Zudem kommt es regelmäßig zu Angriffen auf Medienvertreter Sternchen innen und gegen Demonstranten Sternchen innen. Wir können ja auch einfach mal schauen, wer bei den Corona-Demos da wen angegriffen hat. Ich glaube, das waren hier eher die Gegendemonstranten, die die Demonstranten angegriffen haben.
Ja, und da habe ich immer wieder versucht, Leute anzusprechen. Ja, wie gesagt, ich wollte mich einfach nur unterhalten. Ich habe den ganzen Nacht habe ich mich vorbereitet. Ich habe relativ wenig geschlafen, um da gute Fragen zu stellen, kritische Fragen zu stellen, um auch vor allem, wie gesagt, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch, ihr seht das nachher, Gesprächsangebote zu machen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Es regnet doch gar nicht, was willst du denn mit Regenschirm? Also die Nazis... Ja, du kommst doch so nah. Halt doch Abstand ein. Halt doch Abstand. Halt doch Abstand. Halt doch Abstand. Hältst du bitte Abstand? 3 Meter Abstand, bitte. Hältst du bitte Abstand? 3 Meter Abstand, bitte. Du willst mich... Du hast eine Spitze. Ja, 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 du hast eine Spitze. Willst du mich verletzen? Weg. Habt ab mir. Geschubst. Halt doch bitte den Abstand ja, an. Ja, wenn du mich schubst, hältst du den Abstand an? Komm, verpiss dich jetzt einfach. Ich suche... Ich hätte gerne mal reinkommen. Hallo. Pass mal auf! Ich hätte gerne hier mein Cover wieder. Die haben mein Cover abgerissen. Die haben sie abgerissen, ich weiß nicht, wo die ist. So, da kam es zu einer kleinen Hangerei, wo mehrere Leute auf mich zugegangen sind. Auch irgendwie so ein kleines Mädchen hat mir versucht, das Mikrofon aus der Hand zu reißen. War natürlich viel schwächer als ich. Ich habe das Mikrofon festgehalten, aber man hat mir hier dieses Cover, diesen Windschutz heißt es, abgerissen. Ich meine, ist auch nicht ganz so günstig. Ich glaube, sind super teuer gewesen, 300 Euro das Stück oder so. Ja, habe ich leider nicht wiederbekommen. Polizei hat auch gesagt, ich hätte natürlich da den Diebstahl aufgeben können. Aber ja, was hat es denn gebracht? Insofern, es sind nicht nur gewaltbereite Leute, sondern es sind auch Diebe, die Eigentum stehlen. Aber das natürlich, ja, Sozialisten wollen das natürlich lieber über den Staat machen und dann umverteilen. Hier hat man das jetzt dann mal direkt umverteilt sozusagen. Das ist natürlich immer deren Lieblingswort, umverteilen. Was ist jetzt weg? Die Kappe ist weg, die haben mein Eigentum gestohlen. Und der eine hat mir gerade gesehen. Ich habe gesehen, das ist wunderbar. Das ist für die Kunden auch so, dass sie noch eine Strafanzeige zeigen. Ja, das war man nicht. Was ist denn mit Personal? Ist das ein normaler? Einmal auch ganz kurz unter uns. Sie können von hier ja außen gerne. Ja, der Polizist weist mich nur darauf hin, dass ich am Rand bleiben soll und da meine Arbeit machen soll. Da habe ich auch gesagt, ja, die kommen immer auf mich zu, ich bleibe am Rand. So, die Demo war sozusagen auf der anderen Straßenseite. Es war da so viel gewuselt, ich konnte da gar keinen Abstand halten. Und wie gesagt, sie sind immer auf mich drauf losgegangen, nicht andersrum. Ich meine, klar, ich bin natürlich, habe ein paar Leute angesprochen, aber ja. Bitte 3 Meter Abstand einhalten.
Ja, dahinter, hinter den Bannern war dann der schwarze Block, da laufe ich dran vorbei und ja, ich weise die immer nur darauf hin, haltet bitte Abstand, da auch, ich muss sagen, dann die Stelle, wo ich da unter der Brücke drunter hergehe, da war die Polizei da ein bisschen weiter entfernt, ich sag mal so, keine Ahnung, 30, 40 Meter. Und da dachte ich auch, ich meine, die sind alle schwarz gekleidet, da hätte nur einer mal aus der Menge rauskommen müssen, hätte mich ja zusammenschlagen müssen, halt kurz einfach einen Schlag ins Gesicht und hätte sich dann wieder in die Menge verkrochen. Ne? Also ja, auch vorher habe ich auch mal, als da die Rangeleien waren, hat man mir auch ins Gesicht geschlagen. Ich meine, das war jetzt nicht irgendwie doll, aber ich glaube, das war auch das Mädchen, das mir das Mikrofon da aus der Hand gerissen hat. Ja. Wie gesagt, gewaltfrei sieht anders aus. Das ist der Marsch der Vernunft. Man wird von extremistischen Gruppen hier die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Wir können unsere Arbeit nicht machen, einfach Fragen stellen. Man hat mir meinen Aufsatz hier geklaut. Und wir sehen, hier stehen die Jungs mit Regenschirmen. Und ja, wir schauen mal, was wir noch mal weitermachen können. Aus der Wut jammern? Hä? Aus der Wut jammern? Das ist interessant. Du kriegst doch ja einfach. Wir wollen doch nur reden. Warum so gewalttätig? Auf, ab! Oh, ich will aber keine. Warum schreist du denn so? Ich will mit euren Nazi-Freunden spazieren, dann bist du. Wir sind ja Nazis. Wir wollen doch einfach. Ich hab doch nichts mit Nazis zu tun. Wir haben hier hinter den Bannern gesehen, eigentlich hätte die Demo da direkt aufgelöst werden müssen. Die Leute stehen sehr, sehr nah beieinander. Auch der hier gerade hat man klar gesehen, der hatte offenbar keine medizinische Maske auf. Der hatte einfach nur so ein, ja, wie sagt man das, ein Schal oder halt was von seiner Kapuze oder da. Ja, auf jeden Fall, aus den Gründen hat man die andere Demo verboten. Ja, hier drückt man aber offenbar ein Auge zu. Verfolg mich die ganze Zeit. Das ist die Demo der Vernunft. Ich will einfach so, okay, ja, ich war einfach so in die Stadt, aber damit kann ich leben, wenn die dann Vernünftiges sind. Aber die Frage ist, was vernünftig ist. Ja, was vernünftig ist, das muss jeder selbst entscheiden. Ich finde, ja, Fragen stellen darf doch jeder, oder? Das auch. Ja. Aber ich will nicht sagen vernünftig, ich finde das vernünftig, weil ich weiß nicht, welche die das jetzt sind. Auf welcher Seite stehst du? Bist du pro Impfzwang oder dagegen? Ich sage, ich bin pro Impfung. Und pro Impfzwang? Zwang ist was anderes als Pflicht. Ich glaube, auf keinen Fall ist es dann sinnvoll, dann Leute sagen, okay, komm mal her, wir stecken es in dir rein. Das geht sowieso nicht. Aber ich bin nicht pro dieser ganzen Scheiß, oh, ich will keine Maske tragen, oder ich weiß nicht, diese Schwöbler eigentlich, da bin ich eher dagegen. Okay, alles klar. Das ist nicht auf Fakten basiert. Meinst du? Finde ich ja. Hast du dich mit dem mal unterhalten? Eigentlich nicht direkt, aber weil in meinem Umfeld sind so wenig davon, so ja, kann ich sagen, ich hatte ein wenig Kontakt mit ihnen gehabt, aber ich stimme das trotzdem nicht zu, was dann allgemein gesagt wird. Wenn du Lust hast, ich bin Hamburg, soweit ich weit reich werde, ein stärkster Corona-Kritiker, können wir uns gerne mal ausführlich auf meinem Kanal unterhalten. Ich bete dir jederzeit der Welt an, für mich halt einfach, du siehst aus wie ein junger Mann, mit dem man sich logisch rational unterhalten kann, einfach von Mensch zu Mensch. Das ist einfach nur meine Intention auch hier, dass ich mich mit den Leuten unterhalten möchte und wir werden hier behindert. Insofern, wenn du Lust hast, lade ich dich gerne auf meinen Kanal mal ein. Also muss ja auch nicht unbedingt, aber ich verstehe auch die Sorgen, die diese Leute haben, die dann gegen Impfzwang oder gegen Impfpflicht haben. Aber das sind auch die unterdessen, die auch spinnen. Und ich kann es noch nachvollziehen, dass jeder sich impfen will. Die müssen auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, die Gründe dafür sind, was wichtig sind. Aber wenn du dich noch nie mit denen unterhalten hast, woher willst du wissen, ob die spinnen oder nicht? Also, was man in den Medien sieht, ja. Also, es kommt darauf an. Ich kann mit einem unterhalten, aber einer ist nicht alle, die ganze Allgemeine. Aber wir sehen ja, dass die Medien meiner Meinung nach sehr tendenziös sind, wenn man hier mal kritisch über die Demo berichten will. Die Mopo sagt, das ist die Demo der Vernunft. Wenn ich hier kritisch über berichten will, darf ich nicht berichten, dann werde ich abgedrängt. Du siehst ja der schwarze Block, die haben mir gerade ins Gesicht geschlagen. Ich habe hier so eine Kappe drauf, haben mir gestohlen sozusagen. Meinst du, wenn so die Pressefreiheit eingeschränkt wird, jeder, der da eine andere Meinung hat, dass jemand wie du sich dann ein vollumfängliches Bild da machen kann? Pressefreiheit kommt von der Regierung. Wenn man selber ein, was man tut, die Regierung sagt, Presse ist frei, Meinung frei ist frei, das kommt in der Verfassung und alles. Aber wenn jemand hier was sagt und andere damit nicht zufrieden sind, ja, dann man muss verantwortlich für seine Meinung und für seine Äußerungen dann sein. Also wenn man einfach so sagt, oh ja, scheiße, das sage ich nicht, aber so, wenn man sowas hier in Deutschland sagen würde, ja,
okay, eigentlich, ich weiß nicht, ob das dann erlaubt ist oder nicht, aber wenn man das sich äußern könnte, dürfte, aber das heißt nicht, dass man so beschützt ist von den Aktionen von anderen, die sagen, du bist Idiot, das ist so scheiß Rassismus. Wenn man rassistisch sein möchte und dann das äußern möchte, dann hat das ja Konsequenzen. Oder. Wie siehst du denn das Impfmuffel, das stand mal bei web.de, Impfmuffel sind Volksfeinde, oder im Öffentlich-Rechtlichen hat einer gesagt, die Impfmuffel sind wie der Blinddarm, der entfernt werden muss. So, oder Impfmuffel sind Volksfeinde. Impfmuffel sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind Volksfeinde. Oder wie gesagt, das mit dem Blinddarm, der entfernt werden muss. Oder die Tyrannei der Ungeimpften. Hältst du nicht auch, dass die Sprache da, findest du nicht auch, dass die Sprache schon sehr verroht ist? Das ist schon, ja, das ist schon aggressiv so. Aber ich verstehe es auch, das ist eher so sehr emotionell ausgesprochen. Aber dass die Leute, also das Entfernen so wie Blinddarm ist wahrscheinlich nicht so die richtige Lösung, natürlich nicht. Aber also natürlich nicht die richtige Lösung. Aber irgendwie mit den Leuten direkt so halt unterhalten, das stimme ich auch zu. Weil ja, ich selber habe nicht so viel mit den Leuten direkt unterhalten. Wie gesagt, in meinem Umfeld sind da wenige davon. Ich muss nicht unbedingt mit den Leuten dann jeden Tag so was tun. Daher habe ich so schon eine Entfernung von der Impfgegner sozusagen, aber... Fahr einfach mal hin und unterhalte ich heute mit denen. Ich glaube, an der Mundsburg ist eine Demo, an der Landungsbrücke einfach mal hinfahren, macht ein Angriffsbild, redet mit den Leuten und sagt, hey, ich will euch einfach nur kennenlernen. Deswegen war ich auch hier, habe gesagt, ich möchte einfach nur mit euch reden. Ne? Das also, finde ich gut an dir, dass du da sehr offen scheinst. Dass du jeder seine Vorbehalte und jeder sagt, hey, ich habe natürlich, ich denke so und so darüber, aber für mich ist es halt immer, ich versuche halt immer, mit allen Leuten ins Gespräch zu kommen, einfach sagen, was ist deine Meinung, was ist meine Meinung? Deswegen sage ich mal, gegen Gesprächsangebote. Nur wir sehen, diese Leute möchten nicht mit mir reden. Sobald man eine andere Meinung hat, ist man gleich der Nazi. Ja, weil eigentlich wäre ich auf. Also ich bin kein Fan von Demos, weil ich einfach so total nach Punkt B gegen so Sport und ja, Demos nicht, immer nervig. Also dachte ich, wenigstens wenn es so Leute, die allgemein in meine für die Sachen so stimmen, wofür ich stimme, dann könnte ich vielleicht ein bisschen erleichtert darum gehen. Aber ich finde es auch so ein bisschen doof, dass das So, Polizei. So, wir müssen mal kurz abbrechen. Bitte den Abstand einhalten. Ja, zum Schluss möchte ich hier nochmal erzählen, wie wir von der Demo weggekommen sind. Ihr habt gesehen, da standen ein paar Antifanten, die uns hinterhergelaufen sind. Und da habe ich mir gedacht, man hätte natürlich irgendwie zu Fuß ein paar Schritte gehen können, aber da hätte die Gefahr bestanden, dass man uns verfolgt und verprügelt, wie man das auch, ich glaube, das war bei der Merkel-Muss-Weg-Demo, wo Demonstranten von Antifa-Leuten krankenhausreif geschlagen worden sind. Deswegen habe ich mir gedacht, das Sicherste ist einfach, ein Leihwagen zu nehmen. Es gibt ja in Hamburg diese Sharing-Autos. Da haben wir uns dann bei dieser Shell-Tankstelle am Dammtor haben uns in ein Auto reingesetzt. Und ich habe zwei, drei Leute gesehen, die uns fotografiert haben. Wie schon gesagt, die Antifa macht gerne Fotos von Leuten, die auf Demonstrationen gehen, um die zu veröffentlichen und um die Leute dann unter Druck zu setzen. Und ja, als wir dann losgefahren sind, wir sind halt ein paar Schleifen gefahren, um einfach mal sicher zu gehen, dass wir nicht verfolgt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, das war ein bisschen paranoid, aber ja, sicher ist sicher. Wie gesagt, also ihr habt die Videos gesehen. Und jetzt bin ich auch gespannt, was sagt ihr? Meint ihr, solche ähnlichen Szenen sind auch Spiegel, NDR, WDR und wie die alle heißen, solche Szenen sind solchen Kamerateams widerfahren, wenn sie bei sogenannten Querdenker-Demos dabei waren?
Also ich muss sagen, ich war dreimal in Berlin, jetzt zwei, dreimal in Hamburg dabei, meistens immer beruflich. Und die Journalisten, die ich da gesehen habe, die wurden vor allem nicht so belagert und auch, so wie ich es gesehen habe, nicht geschubst. So, und das ist auch das, was ich, also ich habe viele Videos gesehen von Journalisten, die da unterwegs waren, Spiegel, NDR und wie sie alle heißen. Und ich habe nirgendwo gesehen, dass sie da geschubst worden sind und vor allem nicht so häufig, wie es mir geschehen ist. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Hier gilt auch wieder, macht euch unbedingt einen eigenen Eindruck. Wenn du vielleicht irgendwie noch so ein bisschen am Schwanken bist, geh einfach mal zu so einer sogenannten Querdenker-Demo, zu den Leuten, die die Maßnahmen kritisieren. Geh vielleicht auch mal einfach zu einer linken Demo und schau einfach mal an, wo sind die Leute friedlicher, wo hast du das Gefühl, kann man sich besser mit denen unterhalten. Ja, also, das war's von mir. Jetzt ist es auch schon 4.30 Uhr morgens, so lange habe ich an dem Video gesessen. Insofern seht es mir nach, wenn ich hier ein bisschen müde wirke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.